So, ganz kurzes Update-Video. Das ist auf meinem Smartphone. Am Anfang kann man sehen, wie es aussieht, wenn der Fehler bereits passiert ist. Und am Ende sieht man, habe ich nochmal gezeigt, wie, was passiert, wenn der Fehler passiert. Also wie ich einen Spieler bewege und dann der Fehler auftritt. Das Video ist mal kurz, um zu zeigen, welcher Fehler da auftritt. So, das war's eigentlich schon wieder.